Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst einmal in aller Form ganz herzlich für die freundliche Einladung ins schöne Wien bedanken. Und die habe ich liebend gern angenommen. Das ist für so einen Halbskandinavier, wie ich das bin, weil ich komme ja da oben aus Oldenburg, immer eine ganz besondere Freude, wenn man die Ehre hat, in Wien einen Vortrag zu halten und dann vor einem so tollen Publikum und dann auch noch in so einem tollen Kuppelsaal. Ja, zu meiner Person ist schon einiges gesagt worden. Und da ich nur sehr wenig Vortragszeit heute habe, was aber keine Kritik ist, sondern was der Situation geschuldet ist, will ich gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich glaube, dass unser ohne Wachstum nicht zu stabilisierendes Wohlstandsmodell, das ja auf maßlosem Konsum, maßloser Mobilität und maßloser Digitalisierung beruht, unrettbar geworden ist. Wer die Frage stellt, ob wir mittelfristig eine Wirtschaft ohne Wachstum erleben werden oder ob wir durch Tricks eines grünen Wachstums, durch sogenannte technische grüne Effizienz oder Konsistenzinnovation ein weiter so dieser Form der materialisierten Freiheit bewerkstelligen können. Wer diese Frage stellt, verweist auf eine Gespensterdebatte, so als hätten wir ernsthaft noch eine Wahl. Diese Wahl haben wir nicht. Und das will ich auch gleich ein bisschen vergegenwärtigen. Allerdings kann ich sagte es bereits, da ich nur wenig Zeit habe, nur ein paar Schlaglichter aufblitzen lassen und ihre Neugierde wecken. Manches werden wir im Detail zu dritt mit Volker Plass als Moderator dann noch zu besprechen haben. Wenn also unser Wohlstandsmodell unrettbar geworden ist, dann steht so etwas wie ein neues Kulturmodell an. Diese Kulturwende habe ich betitelt mit Befreiung vom Überfluss. Damit will ich zwei Dinge zum Ausdruck bringen, so als Einstieg oder schon mal als Vorwegnahme des roten Fadens meiner nun folgenden Ausführung. Erstens, ohne Reduktion, ohne Verminderung unserer Ansprüche an die materielle Selbstverwirklichung ist eine Zukunft undenkbar. Eine reduktive Moderne oder eine besondere Spielart, die ich als Postwachstumsökonomie bezeichne, wird so oder so nötig werden. Entweder by design or by disaster, das ist ja eine Spruchblase, die man schon immer häufiger so hört. Gut. Zweitens, Reduktion muss nicht Verzicht heißen. Muss nicht heißen, Fortschritte des Humanismus, der Zivilisation oder der Aufklärung dran zu geben. Ja? Sondern Befreiung von etwas kann bedeuten, dass das neue Kulturmodell, auf das es mir ankommt, die Eigenschaft hat, uns zu entstressen, unsere Gesellschaft von jenem Wohlstandsschrott zu befreien, der unser Leben verstopft, der Geld kostet, der Zeit kostet, der die Ökosphäre verhunzt und der immer mehr Platz einnimmt. Ja? Wir haben einen Punkt erreicht, an dem Reduktion tatsächlich Selbstschutz bedeuten kann. Diese beiden Argumente sind mir wichtig. Nun, ich will in einem Kurzdurchlauf die wichtigsten Begründungszusammenhänge oder Ebenen skizzieren, auf denen sich verstehen oder verständlich machen lässt, warum eine weitere Steigerung des Bruttoinlandsproduktes einfach keine Option sein kann, um moderne Gesellschaften im 21. Jahrhundert ökologisch verantwortbar, ökonomisch stabil und sozial integer, also solidarisch, irgendwie zu entwickeln oder zu gestalten. Zunächst einmal rasen wir auf historisch einmalige Ressourcenverknappung zu. Wir haben uns gerade im Zuge der letzten Jahre haben wir uns so abhängig gemacht, nicht mehr nur von Öl, sondern auch von Flächen, von bestimmten Metallen, von seltenen Erden, dass eine Verknappung dieser Substanzen zu einer Verteuerung führt, die selbstverständlich die Finanzierbarkeit oder die ökonomische Stabilisierung unseres Wohlstandsmodells nicht mehr möglich macht. Zweitens haben wir psychische Wachstumsgrenzen erreicht. Von denen war seinerzeit, als der Club of Rome erstmals von Grenzen des Wachstums sprach, noch gar nicht die Rede. Lassen Sie mich dazu nur ein Beispiel nennen aus meinem Heimatland, nämlich der Bundesrepublik Deutschland. Da ist es gelungen, innerhalb eines Jahrzehnts, nämlich in der Phase von 2000 bis 2010, die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibung zu verdoppeln. Daraus kann man jetzt nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass wirklich die Anzahl der depressiven Menschen sich verdoppelt hätte. Aber das sagt schon etwas aus, denn genau dieses Jahrzehnt war eines, in dem wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit der materielle Wohlstand nicht nur angestiegen ist,
sondern auch verbreitet werden konnte, regelrecht demokratisiert werden konnte. Das ist das Jahrzehnt von Ryanair, von EasyJet, von Apple, von Saturn, von Mediamarkt, von eBay, von Amazon. Also sozusagen, das ist das Discounter-Jahrzehnt, wo tatsächlich erreicht wurde, über das Dumping der Preise für die Wohlstandsartefakte, die sich vormals nur Eliten leisten konnten, dass dann immer mehr Menschen dieses alles nutzen konnten. Und ausgerechnet, wo man sagen konnte, hey, jetzt sind wir doch am Ziel und haben ganz viel Wohlstand zumindest in Europa verfügbar machen können. Ausgerechnet da brauchen die Menschen immer mehr chemische Substanzen, um irgendwie eine Art psychisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich noch nicht gesprochen über das Burnout-Syndrom. Ich habe dann ebenfalls noch nicht gesprochen über andere Erschöpfungs- und Überforderungssyndrome, wie beispielsweise Aufmerksamkeitsdefizite, die sich in den Schulen, also in den jüngeren Generationen immer stärker verbreiten. Also diese Gleichung, dass mehr materielle, entgrenzte Freiheit auch bedeutet, dass das Wohlbefinden der Menschen zunimmt, diese Gleichung kann offenbar nicht stimmen, zumindest nach Erreichen eines ganz bestimmten materiellen Ausstattungsniveaus. Dritte Ebene. Oft wird ja behauptet, dass Wachstum ein adäquates Mittel sei, um eine gute Sozialpolitik zu gestalten. Aber kennen Sie ein Land in Europa, wo innerhalb jener Phasen, wo das Bruttoinlandsprodukt länger dann auch gewachsen ist, wo dann tatsächlich die Einkommensungleichheit oder Vermögensungleichheit weniger geworden wäre? Was tatsächlich geschehen ist, ist, dass auf einem immer höheren materiellen Sockel die Ungleichheit auch zugenommen hat. Und dann gibt es noch das Problem, dass man weder theoretisch noch empirisch zeigen kann, dass etwa hohe Wachstumsraten in sogenannten Entwicklungs- oder Schwellenländern dazu führen, dass die Ärmsten der Armen, also die, die es am nötigsten hätten, einen materiellen Zuwachs irgendwie zu bekommen, dass die tatsächlich etwas davon haben. Wir erleben zwar, dass in Ländern wie Brasilien, Indien, China und so weiter neue Mittelschichten entstehen, die über einen Kaufkraftgewinn nach und nach befähigt werden, unseren konsumtiven Lebensstil zu kopieren. Aber die Ärmsten der Armen in diesen Ländern verlieren. Und dieses Problem ist eklatant. Es ist ein moralisches Problem. Man muss dann fragen, welchen Preis man sozialer Art dafür zu zahlen bereit ist, dass Massenkonsum möglich ist. Wie viel Hungertote darf es wert sein, dass in Brasilien neue Mittelschichten entstehen? Während ja gleichzeitig Menschen im Amazonasbecken zu den Verlierern dieses Strukturwandels zählen, der nötig ist, um ein Land wie Brasilien dazu zu befähigen, praktisch immer mehr Industrialisierung voranzutreiben. Vierte Ebene, unbeherrschbare Finanzkrisen, die wir ja überall vergegenwärtigen, sind für mich auch eine Folge des europäischen Wachstumsdogmas, was nicht heißt, dass dies der einzige Grund sei. Ich meine, das Gebaren der Banken, die vielen pathologischen Finanzderivate sind selbstverständlich, und das ist ja oft auch analysiert und dargelegt worden, sind selbstverständlich eine mindestens so heftige Ursache. Nur, wenn wir diese Ursachen tilgen würden, bliebe immer noch das Problem, dass in einer modernen Konsumdemokratie die Politik ständig gezwungen ist, den Wählerinnen und Wählern Geschenke zu unterbreiten, irgendwelche Branchen zu subventionieren. Und dieses Syndrom des Haben jetzt und Zahlen später ist eine systematische Form der Verschuldung. Sie können mal folgendes Gedankenexperiment durchspielen. Kennen Sie eine Branche, die unverschont bliebe, wenn mal ein Jahr lang alle europäischen Subventionen ausgesetzt würden? Ja? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die europäische Wachstumsmaschine schon vor 20 Jahren den Geist aufgegeben hätte, wenn nicht ständig nachsubventioniert worden wäre. Das heißt, die Wachstumsdynamik, die man hätte, ohne sich ständig zu verschulden, die hat schon lange nicht mehr ausgereicht, um wirklich in Europa die Länder dazu zu befähigen, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern. Und so, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, und auf den möchte ich heute etwas näher eingehen. Ist denn grünes Wachstum ein Ausweg? Haben wir es denn vollbracht, die Grenzen des Wachstums, die der Club of Rome in die Diskussion eingeführt hat, zu verwandeln in ein Wachstum der Grenzen, sodass wir mehr Spielraum für materiellen Wohlstand dadurch haben, ohne die Ökosphäre zu zerstören. Oder was wir jetzt ja inzwischen sogar leisten müssten, praktisch mehr Wohlstand zu erzeugen bei gleichzeitiger Entlastung der Ökosphäre. Und bevor ich Ihnen versuche, und das wirklich nur schlaglichtweise, weil das wären sonst 5 extra Referate, Ihnen zu erklären, warum grünes Wachstum unwahrscheinlicher ist als die Quadratur des Kreises,
oder dass Ihnen der Osterhase leibhaftig erscheint, will ich zunächst einmal auf ökologische Grenzen eingehen und nur eine einzige aufrufen, damit Sie mal ein Bild davon bekommen, was wir wirklich vor uns hätten, wenn wir es ernst meinten, damit über technischen Fortschritt ein grünes Wachstum zu induzieren. Sie alle wissen, dass der Klimawandel das größte Problem ist, das wir derzeit meistern müssen im Bereich der ökologischen Stabilisierung. Sie wissen auch, dass es in Europa und sogar darüber hinaus so eine Art historischen Konsens gibt, der zum Inhalt hat, dass wir uns am 2-Grad Klimaschutzziel orientieren müssen und auch wollen, weil alle Regierungsverantwortlichen sagen ja oder bekunden, dass sie das tatsächlich tun wollen. Würden wir mal dieses Ziel von aller Sonntagsreden-Rhetorik entkleiden, käme heraus, dass wir bis 2050 noch ein globales Budget an CO2-Emissionen hätten, das in etwa, Pi mal Daumen, 750 Milliarden Tonnen beträgt. Das sind natürlich nicht nur CO2-Emissionen, sondern die Expertinnen und Experten unter Ihnen wissen, dass CO2-Äquivalente, Methan und andere treibhausbefördernde Gase und Substanzen sind damit drin. Würden wir nun, und ich glaube nicht, dass mir jemand widerspricht, wenn ich sage, dass Nachhaltigkeit ja nicht nur heißt, ökologische Grenzen einzuhalten, sondern globale Solidarität und Gerechtigkeit zu praktizieren. Würden wir also nun dieses Budget nach dieser Maßgabe auf alle Menschen verteilen, die derzeit auf dem Planeten Erde leben, das sind Pi mal Daumen 7 Milliarden, käme heraus, dass jeder und jede von uns pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2 verursachen dürfte. Punkt. Wir liegen in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ich wette, das ist etwa derselbe Wert, bei 11 Tonnen. Und das ist eine schamlose Untertreibung, weil die umweltökonomische Gesamtrechnung in Deutschland gar nicht in der Lage ist, alles einzurechnen, was wir an Emissionen außerhalb der Länder, in denen wir wohnhaft oder ja sesshaft schon lange nicht mehr, aber wohnhaft sind, was wir da an CO2-Emissionen verursachen. Denken wir an Flugreisen, denken wir an das Verbringen von Urlaub, von Auslandspraktika, denken wir an den Schüleraustausch, denken wir an den Vortrag in Los Angeles oder in Tokio und. Darauf komme ich noch zu sprechen. Gut, 2,7 Tonnen. Sie müssen runter von mindestens 11, wahrscheinlich sogar 15 Tonnen, runter auf 2,7 Tonnen. Wie soll das denn funktionieren, wenn gleichzeitig mehr Produktion, ganz gleich, ob Dienstleistung oder Produkte, stattfindet. Denn ohne mehr Produktion können Sie die Wirtschaft nicht wachsen lassen. Auch darauf gehe ich noch ein. Das Bildchen, das ich hier auf diese Folie gebracht habe, bringt nochmal das zum Ausdruck, was ich gerade schon ansprach. Nämlich, dass wir im Sinne der Einhaltung ökologischer Grenzen bei gleichzeitiger Wahrung oder Verfolgung von Gerechtigkeitszielen eben einen Prozess brauchen mit dem Resultat, dass jene, die ökologisch und sozial über ihre Verhältnisse gekommen sind, über eine reduktive Leistung diesen globalisierungsfähigen Zielkorridor anpeilen, nämlich 2 bis 3 Tonnen CO2, während natürlich umgekehrt etwa in Afrika, aber auch in Asien und Lateinamerika, dort, wo Menschen unterhalb ihrer materiellen Verhältnisse leben, dort sogar ein Zuwachs benötigt wird. Also selbst als sogenannter radikaler Wachstumskritiker, so bezeichnet man mich ja, bin ich sofort dafür, dass im Sudan und Malawi noch Wirtschaftswachstum stattfindet. Aber nur bis zum Erreichen jener Grenze, an der gilt, dass die pro Kopf-Inanspruchnahme knapper ökologischer Assimilationskapazitäten eben globalisierungsfähig ist. Das liegt eben dann bei 2 bis 3 Tonnen. So, und da gibt es jetzt eben die Weggabelung. Da fängt der Konflikt an. Die einen sagen, dies sei möglich auf Basis grünen Wachstums, während hingegen wachstumskritische Stimmen das verneinen. Wenn ich jetzt als eine Gegenposition zum grünen Wachstum den Begriff Postwachstumsökonomie aufrufe, ist das nicht verbunden mit dem Anspruch, ich würde nun alle wachstumskritischen Konzepte inkludieren. Mein Konzept wird auch kritisiert von anderen Wachstumskritikerinnen und Kritikern. Das will ich nicht verhehlen. Aber da ich diese Konzeption nun mal entwickelt habe, wird das die sein, die ich Ihnen heute auch ganz, ganz grob nur vorstelle und hoffentlich in der Diskussion noch vertiefe. Bevor ich das tue, will ich, wie schon angedroht, noch ein bisschen was zum grünen Wachstum sagen. Und dass da jetzt Energiewende auf der Folie steht, liegt daran, dass die deutsche Energiewende inzwischen zu so einem Kronzeugen geworden ist,
im Hinblick darauf, dass man erkennen kann, dass das funktioniert, dass man Klimaschutz betreiben kann und gleichzeitig die Wirtschaft weiter wachsen lassen kann oder zumindest nicht schrumpfen lassen muss. Und in vielen Sonntagsreden werden dann solche Zahlen präsentiert. Da wird behauptet, die Deutschen hätten es geschafft, nun durch das erneuerbare Energiegesetz, durch viele technische Innovationen und, den Anteil der regenerativen Energie an den deutschen Energieverbräuchen auf 22 oder manchmal heißt es sogar 25% zu steigern. Was dann meistens vernachlässigt wird, ist, dass dies nur Elektrizität ist. So als bestünde die Welt der Energie und des Klimawandels nur aus elektrischer Endenergie. Haben Sie schon mal ein Flugzeug gesehen, wo so ein Stecker dran ist, dass Sie also dann das Flugzeug mit Strom aufladen können oder so? Nein, wenn wir jetzt mal die gesamte Primärenergie in Augenschein nehmen, liegen wir in der Bundesrepublik Deutschland, dem angeblichen Musterknaben der Energiewende, bei nicht mal 11%. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wie viel landschaftliche Zerstörung, wie viel Eingriffe in die Biodiversität mit diesen läppischen 11% einhergegangen sind und Sie dann im nächsten Schritt mal prognostizieren oder vor Ihrem geistigen Auge sich mal vorstellen, wie viel Landschaft wir dann noch verschleißen müssten, um das jetzt sozusagen auf 100% zu bringen, dann wird Ihnen klar, dass regenerative Energie ja überhaupt nicht zum ökologischen Nulltarif zu haben ist. Und dann habe ich noch nichts gesagt über die Produktion getriebeloser Windkraftanlagen. Ich bin ja nun mal Produktionswirtschaftler. Oder über die Produktion von Silizium-Photovoltaikanlagen oder über Bioenergie. Bioenergie war vor 10 Jahren eine Art Messias der Energiewende. Heute schämt sich jeder, darüber zu reden, weil alle wissen, dass diese Form der Energieerzeugung überall, wo sie bislang angewandt wurde, mehr Schaden verursacht hat, als an Problemen gelöst wurde und inzwischen sogar sowas wie eine negative Energiebilanz hat. Und auch das hier ist natürlich eine schamlose Übertreibung. Ich sagte es gerade bereits. Alles, was wir in Europa Wohlstand nennen, ob das diese Fernbedienung ist, ob das das Jackett ist, ob das der Lack auf dem Parkett ist, ja, kommt nicht mehr zu 100% aus Europa und die Tendenz, den schmutzigen Teil der Produktion unseres Wohlstandes zu verlagern, diese Tendenz ist natürlich steigend. Und nach der Globalisierung der Güter und des Produktionskapitals globalisieren wir jetzt die Menschen. Na, wo findet die nächste Klassenfahrt statt? Da, wo man billig hinfliegen kann. Busse und Bahnen sind out. Ja? Urlaube per Flugzeug boomen natürlich ohne Ende. Und natürlich wird damit auch unser Konsum noch weiter verlagert, also nicht nur durch die Verlagerung der Produktionsstätten. Genau genommen ist in einer globalisierten Produktionssphäre nur der Weltenergiemix maßgeblich für die Beurteilung der Bedingungen und Möglichkeiten einer Energiewende, die überhaupt diesen Namen verdient. Und wenn wir uns den mal anschauen, stellen wir fest, dass diese sogenannte moderne oder neue regenerative Energie, Wind, Sonne, Gezeiten, Energie oder Geothermie beispielsweise, also die Energie, aus denen sich tatsächlich vielleicht unter Umständen ein Industriesystem speisen lassen könnte, bei nicht mal 1% liegt. Und überlegen Sie, was wir dafür schon alles investieren mussten, vor allem wie viel ökologische Zerstörung dahinter steckt. Und vor allem, bedenken Sie, wir haben hier nicht etwa den Beginn eines Wettlaufs, den wir schnell gewinnen können, denn die Kohleverstromung in Deutschland bei dem Klimamusterknaben erreicht jedes Jahr, hören Sie gut hin, immer noch einen neuen Rekord. Wir schaffen es in Deutschland immer noch jedes Jahr, die Braun- und Steinkohleverstromung zunehmen zu lassen und tun so, als würden wir den Klimaschutz im Griff haben. Der Grund ist Ihnen klar. Wir haben keine technische Lösung für die Speicherung von Elektrizität, außer dass wir gigantische Pumpspeicherkraftwerke in die Landschaft hacken, ja, in die Hänge, ins Mittelgebirge. Das wollen die Menschen aber nicht. Inzwischen schießen die Bürgerinitiativen in Deutschland nicht nur gegen Pumpspeicherkraftwerke oder gigantische Stromleitungen, natürlich auch gegen neue Windparks, wie Pilze aus dem Boden. Ja? Das heißt, wir kommen hier nicht weiter. Vor allem aber liefert die deutsche Energiewende keine Antwort auf die Energieverbräuche im Güterverkehr, im motorisierten Individualverkehr, im Schiffsverkehr, im Flugverkehr. Keine Antwort auf die Frage der fossilen Energie in der Landwirtschaft, in der Produktion vor allem und im Heizenergiebereich. Mit Strom zu heizen ist absurd. Es gibt so Spinner, die das in Deutschland wollen. Das heißt, mehrere zig Millionen Heizungen verschrotten und neue bauen. Das muss man da mal durchrechnen und gucken, was da für eine Ökobilanz rauskommt. Okay. Vor allem aber gibt es das Problem, dass die
vielleicht eklatantesten oder zumindest von der Dynamik her eklatantesten Aktivitäten, die die Ökosphäre schädigen, dass es dafür überhaupt keine technische Lösung gibt, auch absehbar nicht. Was Sie hier sehen, ist eine kleine Animation, die alle an einem Tag stattfindenden Flugreisen abbildet. Jeder dieser gelben Punkte ist ökologisch betrachtet mehrere hundert bis tausend Tonnen CO2 schwer, weil eine einzige Flugreise von Deutschland nach New York und zurück pro Person hin und zurück schon 4,25 Tonnen CO2 verballert. Und wenn eine Person nach Australien und nach Neuseeland und zurückfliegt, sind es 14,5 Tonnen. Australien 2 Tonnen weniger, 12,5. Und nichts boomt mehr als das. Wir werden noch immer abhängiger davon. Also selbst unser Bildungssystem ist nichts anderes als eine riesige Kerosinspritze, habe ich den Eindruck. Vor allem Bologna macht es möglich. Ich glaube, diejenigen, die Bologna entworfen haben, haben irgendwie viele Aktien, glaube ich, in der Flugindustrie. Na gut, Spaß beiseite. Also es gibt viele Dinge, für die keine technischen Lösungen ersichtlich sind, außer im Science-Fiction-Bereich. Jetzt mache ich ein bisschen was Hässliches. Ich will Sie jetzt richtig traktieren, weil ich glaube, wenn wir nicht diesen Mythos, dass es sowas wie grünes Wachstum geben könnte, pulverisieren, kommen wir nicht mehr weiter in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Das ist mein Job, also sozusagen hier ein bisschen hässlich zu argumentieren. Wenn Sie grünes Wachstum erzeugen wollen, ich will es mal ganz kurz und schmerzlos machen, wenn Sie grünes Wachstum erzeugen wollen, also das Bruttoinlandsprodukt steigern wollen durch Investitionen in Umweltfortschritt, in ökologischen Fortschritt, haben Sie zwei Effekte. Sie können das Bruttoinlandsprodukt nicht steigern, ohne die Produktion zunehmen zu lassen. Und zwar um geldwerte Transaktionen. Das heißt, durch einen Zuwachs an Leistungen, die eine Angebotsseite haben und dann gegen Geld sozusagen transferiert werden auf eine Angebotsseite. Thermodynamisch sind mir bis heute keine Beispiele dafür bekannt, schon gar nicht Dienstleistungen, die man tatsächlich wachsen lassen kann, konstant wachsen lassen kann vom Output her, ohne ökologische Schäden zu hinterlassen. Das ist die Entstehungsseite des Bruttoinlandsproduktes. Und selbst wenn es Ihnen jemals gelingen könnte, Produkte zu entwerfen, die keine ökologischen Spuren hinterlassen, sodass Sie dann, wenn Sie diese Produkte verkaufen können, über einen Zuwachs das Bruttoinlandsprodukt steigern können, stellt sich die Frage, sind das Artefakte? Kann man das mit allen Produkten machen? Und vor allem gibt es eine zweite Frage. Wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt steigern, auch über sogenannte grüne Innovationen, steigt das Einkommen und damit die Kaufkraft. Man kann es noch brutaler sagen als Volkswirt. Es ist gar nicht möglich, das Bruttoinlandsprodukt zu steigern, ohne das Volkseinkommen zu steigern. So ungerecht die Zuwächse vielleicht auch verteilt sein mögen. Wie schaffen Sie es, einen Zuwachs an Kaufkraft in einer modernen Ökonomie zu dematerialisieren? Ich gebe Ihnen die Antwort. Gar nicht. Ich bin ja von Berufswegen beschäftigt mit Ökobilanzierung, Life Cycle Assessment. Wir verfolgen also den Weg der Produkte zurück bis an den Punkt, wo erstmals Ressourcen extrahiert werden und dann entlang der Wertschöpfungsstufen verfeinert, ausgeformt werden, damit daraus ein verkäufliches Produkt wird. Inzwischen machen wir Ökobilanzen für einen Euro, indem wir mal zurückverfolgen und gucken, wenn ein zusätzlicher Euro über Wirtschaftswachstum in die Welt kommt, egal ob der von der Entstehungsseite her ökologisch neutral ist oder eben nicht, was geschieht mit diesem Euro? Und wir haben jetzt hier eine breite Streuung, was also die Ergebnisse anbelangt, im Hinblick auf die CO2-Menge, die ein zusätzlicher Euro verursacht. Die Streuung hat also eine Breite um den Faktor 5, um das hier ganz einfach zu machen. Die optimistischsten Studien sagen, dass ein zusätzlicher Euro ein Kilo CO2 erzeugt. Die weniger optimistischen, die offenbar einen Warenkorb unterstellen, wo mehr Flugreisen drin sind, sagen, dass es sogar 5 Kilo sind. Das heißt, es nützt ja gar nichts, wenn Sie die tollen Technologien haben. Sie können doch die Menschen, die da ihr Geld verdienen, nicht dazu zwingen, das Geld zu verbrennen oder damit die Wand zu tapezieren. Wenn das nicht reicht, gebe ich Ihnen noch ein Beispiel. Schauen Sie, ich komme ja, ich sagte es bereits, aus Norddeutschland, da ist ein Musterknabe des grünen Wachstums. Ein großer Windkraftanlagenhersteller, auf den ich nichts kommen lasse, weil der nämlich neodymfreie, getriebelose Windkraftanlagen herstellt, was schon ein Meisterwerk ist. Der Musterknabe im grünen Wachstum. Jetzt lade ich Sie mal ein zu einem fiktiven Spaziergang über den Werksparkplatz dieser großen Industrieanlage. Was steht denn da? Stehen da Fahrräder? Nein.
Da stehen SUVs, da stehen Mittelklassewagen, alles Mögliche. Die Menschen, die ihr Geld in den Branchen verdienen, in denen angeblich grüne Produkte entstehen, tun das, was jeder anständige Konsument auf diesem Planeten macht. Es wird gebaut, es wird geflogen, es werden Smartphones verschlissen, es werden so viele Flachbildschirme gekauft, wie man Wände hat. Was denn sonst? Und das ist keine Kritik. Das ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung. Okay? Also, wir haben eine Entstehungsseite, die sich thermodynamisch nicht darstellen lässt als grünes Wachstum, also eine Entstehungsseite des Zuwachses des Bruttoinlandsproduktes, und eine Verwendungsseite. Beides müssten Sie dematerialisieren. Und beides jeweils gleicht einer Quadratur des Kreises. Jetzt kommt noch eine ganz hässliche Folie, weil noch nicht Wochenende ist. Die werde ich ganz schnell wieder wegklicken. Die ist für die Diskussion gleich. Ach nee, die habe ich schon weggelassen. Okay, alles klar. Jetzt kommt ein kleines Zwischenfazit. Sorry. Ich hätte noch eine Folie, wo ich alle sogenannten Rebound-Effekte aufgeführt habe. Das heißt, das sind alles Einzelfänomene, die man theoretisch und empirisch identifizieren kann, die also grünes Wachstum vereiteln. Das sind 7 verschiedene materielle Rebound-Effekte, 3 verschiedene finanzielle Rebound-Effekte, 2 verschiedene psychologische und kulturelle Rebound-Effekte und dann nochmal 3 Effekte, die man als sogenannte Modernisierungsrisiken des technischen Fortschritts, also als so etwas bezeichnen kann. Das können wir in der Diskussion noch vertiefen. Das Zwischenfazit lautet: Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit einer reduktiven Gestaltung moderner Volkswirtschaften, wenn man es ernst meint mit der Einhaltung ökologischer Grenzen. Alleine auf Klimaschutz bezogen. Wenn wir über Wasser, über Kupfer, wenn wir über Neodym, wenn wir über Biodiversität, über Flächen reden, haben wir genau dasselbe Problem. Es hat nie in Europa die Möglichkeit gegeben, zu wachsen, ohne Flächen zu verbrauchen. Eine reduktive Moderne in Richtung Postwachstumsökonomie würde in allererster Näherung eine nachfrageseitige Anpassung bedeuten und eine angebotsseitige, was Wunder, ne? Die beiden Seiten einer Ökonomie. Ein kultureller Wandel auf der Nachfrageseite wird oft assoziiert mit dem Begriff der Suffizienz. Suffizienz heißt nichts Geringeres. Ich sagte bereits, es ist noch nicht Wochenende, es kommen die harten Fakten. Heißt nichts Geringeres als Reduktion unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung. Mobilität, Konsum, Telekommunikation und sonstige industriegemachte Bequemlichkeit ist damit gemeint. Und hier folgt natürlich immer das Klischee auf dem Fuße, dies sei nun eine Verzichtspredigt, wenn jemand über diese Art von kulturellem Wandel redet. Das will ich gleich versuchen zu entkräften. Auf der Angebotsseite brauchen wir eine Strategie der Deindustrialisierung und sogar der Deglobalisierung. Nachhaltige Entwicklung sei ein Projekt der Sesshaftigkeit. Wer das nicht hören will, soll aufhören, über Klimaschutz zu reden. Wir haben keine klimafreundlichen Flugzeuge, die werden wir auch in 10 Jahren nicht haben. Aber die Deindustrialisierung ist mindestens so wichtig. Aber dann heißt das, dass wir Versorgungsmuster brauchen, die tatsächlich nicht zu trennen sind von Selbstversorgung und Eigenarbeit. Und wieder folgt ein Klischee auf dem Fuße, nämlich dies sei rückschrittlich, dies sei antimodern, dies würde ja alle Errungenschaften des Fortschritts über Bord werfen. Auch das will ich in den wenigen Minuten, die mir noch verbleiben, versuchen zu entkräften. Bevor ich dies tue, will ich für die Expertinnen und Experten unter Ihnen noch kurz sagen, dass natürlich diese beiden Prinzipien nur 2 Elemente eines viel größeren Konzeptes sind. Ich meine, Sie können nicht eine Wirtschaft ohne Wachstum nur auf Basis von Suffizienz und Subsistenz anpeilen, das ist Ihnen klar. Dies hier, was ich hier ganz grob als Gliederung auf die Folie gebracht habe, ist eine ökologisch orientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften mit viel transdisziplinären und auch heterodoxen Zugängen, nämlich die Postwachstumsökonomik. Sie beschäftigt sich mit wissenschaftlich analysierbaren Gründen dafür, dass weiteres Wachstum keine Option ist. Darauf bin ich schon kurz eingegangen und will das nicht weiter vertiefen. Weiterhin steht im Fokus dieser Teildisziplin der Ökonomie die Frage danach, warum gelingt es nicht, ohne permanentes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes moderne Industrie- und Konsumgesellschaften zu stabilisieren. Da unterscheide ich zwischen angebots- und nachfrageseitigen Wachstumstreibern, die ich heute aus Zeitgründen leider nicht erläutern kann. Und natürlich das dritte und wichtigste, was ich ja gerade schon mit meinem Zwischenfazit eingeläutet habe, ist die Herleitung und Umsetzung von Prinzipien einer Wirtschaft ohne Wachstum. Um es hier schon vorwegzunehmen, es sind mehrere Elemente, die man dazu braucht.
Und das sind vor allem auch dann mehrere sich ergänzende Versorgungssysteme, die man in Einklang miteinander bringen muss. Der erste Punkt, die nachfrageseitige Anpassung in Richtung Suffizienz, Genügsamkeit, will ich ganz kurz nur ansprechen. Ich selber bin auch als Konsumforscher tätig, weil ich eigentlich von Haus aus sogenannter Mikroökonom bin und habe mich immer gewundert, dass alle Welt sagt, damit ein Mensch durch Konsum glücklich wird, benötigt er das Geld, um jene Instrumente zu finanzieren, die es braucht, damit ein Mensch irgendwas mit sich anfangen kann, damit ein Stimulus ausgelöst wird, der irgendwie assoziiert werden könnte mit einer Steigerung dessen, was wir Glück nennen. Deswegen dreht sich alles ums Geld. Konsumgüter sind doch Mittel, sind Instrumente, sind Inputfaktoren. Und wenn das Geld knapp wird, wird dieser Input knapp und wir sind unglücklich. Ist es nicht so? Ich behaupte, in modernen Konsumdemokratien, zumal im Spätstadium derselben, ist es die Zeit, die der Engpassfaktor ist, welcher uns abhalten könnte davon, im Konsum oder durch Konsum, mit Konsum glücklich zu werden. Und das hier ist praktisch die Mathematik des Glücks aus mikroökonomischer Perspektive. Lachen Sie nicht. Ich habe ja gesagt, es ist noch nicht Wochenende. Ich mute Ihnen noch einiges zu hier. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, nur ganz kurz, Sie wissen ja, Mathematik ist eine Metapher, mehr nicht. Ist schlicht und ergreifend, Sie können nicht, ohne Zeit zu verausgaben, konsumieren. Das heißt, jede Form des Konsums kostet Sie immer Zeit. Selbst einen Arm auszustrecken, um ein Weißbierglas anzufassen, es zum Mund zu führen, mit dem Sprechen aufzuhören und langsam, nämlich genussvoll zu trinken, hat sie einige Zeit gekostet. Der Flug in die Karibik kostet Zeit. Ein neues Objekt, das vermeintlich Glück stiften könnte, zum Beispiel ein Notebook zu kaufen, kostet sie schon deshalb Zeit, weil sie in der Vielfalt der angebotenen Notebooks sich erstmal zurechtfinden müssen, also identifizieren müssen, was überhaupt auf sie vielleicht irgendwie einen guten Eindruck macht oder zu ihnen überhaupt passen kann oder überhaupt für sie ein gutes Objekt ist. Das heißt, alles, was uns umgibt, was wir also irgendwie genießen oder nutzen wollen, kostet uns Zeit. Das heißt, der Nutzen einer Ware, eines Objektes oder auch einer Aktivität steigt erst mit der Zeit, die ich investiere. Und weil das so ist, haben wir ein Problem, nämlich ein Zeitalter der Konsumverstopfung erreicht. Wir haben inzwischen mehr Geld, um uns Dinge zu kaufen, als wir Zeit haben, diese Dinge dann auch tatsächlich genussvoll auszuschöpfen. Dieser Konsumstress ist es vielleicht auch, der inzwischen das Burnout, das Depressions- und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom so prominent hat werden lassen. Ja? In so einer Welt bedeutet Suffizienz nicht Verzicht, sondern vielleicht so eine Art Reduce to the Max, Befreiung vom Überfluss, Entrümpelung. Damit ist gemeint, eine Wende anzupeilen, die die Souveränität des Konsums quasi wieder zurückerobert. Suffizienz heißt, sich auf das zu beschränken, was ich tatsächlich mit meinem nicht vermehrbaren Quantum an Zeit auch verarbeiten kann. Denn dass meine Zeit nicht vermehrbar ist, ergibt sich aus zwei Umständen. Punkt 1, der Tag hat nur 25 Stunden. Abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Arbeiten, blöde Vorträge hören, manchmal auch noch Kinder erziehen und so weiter. Und die dann noch verbliebenen, das ist eine Durchschnittsgröße, 3 bis 5 Stunden an frei disponibler Konsumzeit, wenn Sie die immer weiter verteilen müssen auf die Konsumobjekte, dann haben Sie pro Konsumobjekt nur noch so wenig Zeit, dass die Zeit nur noch ausreicht, ein Objekt zu kaufen, aber Sie haben nicht mehr die Zeit, damit glückstiftend umzugehen. Und der zweite Aspekt ist, wir wissen aus der Neurobiologie, dass ein Homo sapiens offenkundig nicht in der Lage ist, zeitgleich mehr als 2 Dinge intentional zu verfolgen bzw. kognitiv zu verarbeiten. Das heißt, menschliches Multitasking ist kein Ausweg und wird nie ein Ausweg sein. Denn das, was hier oben drin ist, der Prozessor, die Festplatte, ist baugleich mit dem, was vor 40.000 Jahren schon bei einem Neandertaler drin war. Okay? So, jetzt komme ich noch ganz kurz auf die Angebotsseite zu sprechen. Und Sie sehen, es geht mir hier nicht nur um die Subsistenz, sondern auch um andere Produktionssysteme. 3 Möglichkeiten der Versorgung haben Sie auf dem Planeten Erde, zwischen denen Sie wählen können. Einmal das entgrenzte, meines Erachtens nicht rettbare Industriemodell. Das ist das, was omnipräsent vorherrscht und uns so reich hat werden lassen.
bis zu den Finanzkrisen, bis zur nächsten Energiekrise, bis zu den psychischen Krisen und bis zu den ökologischen Krisen. Okay, aber die stehen jetzt vor der Tür. Die zweite Möglichkeit der Versorgung bezieht sich auf regionalökonomische Zusammenhänge, vor allem Produktionsketten, die kürzer sind, wo sie eine kürzere Distanz zwischen Entstehung und Verbrauch von Waren haben. Das wäre eine Ökonomie, die immer noch eine Geldwirtschaft braucht, Märkte braucht, unternehmerische Kreativität braucht, Arbeitsteilung und Technik, aber nicht mehr so viel Technik. Dieses Aggregat, das mittlere, würde vor allem weniger kapitalintensiv und damit auch weniger wachstumsträchtig sein, dafür mehr Arbeitskraft erfordern. So, und der dritte Bereich, der spannende, das ist die Subsistenz, die reine Selbstversorgung. Und eine Postwachstumsökonomie, um es hier wirklich kurz zu machen, würde nichts anderes bedeuten, als eine Transformation zu beginnen mit dem Resultat, dass eine neue Balance hergestellt wird zwischen diesen drei sich ergänzenden Versorgungsmustern. Wir müssten die konventionelle, geldbasierte, globalisierte, industrielle Versorgungsdimension mindestens um die Hälfte reduzieren, um 50%. Um dann aber im Gegenzug die Regionalökonomie und die Subsistenz zu stärken, als Ergänzung, um das ein Stück weit wenigstens zu kompensieren, was wir dann nicht mehr haben, wenn die konventionelle globale Industrie um die Hälfte reduziert wird. Die Konsequenz wäre, dass wir Abschied nehmen von der 40-Stunden-Arbeitswoche. Die würde dann auf den Schrottplatz der Geschichte befördert. Mal unter uns. Ich habe sowieso die Stelle in der Bibel nicht gefunden, wo steht, dass der Mensch 40 Stunden zu arbeiten habe. Was soll das eigentlich? Was ist das für eine Konvention? 20 Stunden zu arbeiten würde, wenn wir die Kunst der Suffizienz reaktivierten, vielleicht ja schon reichen. Aber mir reicht es nicht. Ich will noch was anderes als Bonus dazu haben, nämlich die 20 freigestellten Stunden. Die nämlich sind eine Ressource. Sie wissen ja, Ökonomen reden ständig von Ressourcen. Sogar Weizenbier ist eine Ressource. Ich habe es ja gesagt, um irgendwie etwas glücklicher zu sein. Eine Dienstleistung ist aus Sicht eines Konsumenten ja auch eine Ressource. Öl ist eine Ressource, Flächen sind eine Ressource, Koltan, Kupfer. Aber warum ist Zeit eine Ressource? Wenn ich ein Brot backe, wenn ich dieses Jackett selber repariere, wenn ich meinem Nachbarn dabei helfe, eine Dachrinne auszubessern, wenn ich ein Fahrrad repariere, wenn ich aus zwei gecrashten Notebooks, die ich ausgeschlachtet habe, ein neues Notebook fabriziere, brauche ich immer Zeit. Aber diese Zeit ersetzt Geld, Rohöl und globalisierte Produktionsketten. Zeit also kann im Prinzip den Rückbau der Ökonomie beflügeln, wenn wir sie als eine Ressource der Selbstversorgung betrachten. Und an diesen Beispielen, die ich Ihnen jetzt gegeben habe, konnten Sie schon erkennen, dass das, was ich unter Selbstversorgung verstehe, sehr wohl kompatibel ist mit Modernität, auch mit der Aufrechterhaltung. Technischen Standard, das ist typisch, wenn man von Technik redet, dann streikt die meistens, da sind so kleine Männchen drin, die fühlen sich beleidigt, wenn man Elektronen wahrscheinlich, egal. So, aber das ist nicht die einzige Ressource. Die zweite Ressource, die ich brauche, um mich in einer modernen Welt selbst zu versorgen, sogar in einer Großstadt wie Wien, ist handwerkliche Kompetenz, das gebackene Brot, der reparierte Rechner, das gepflegte Textilobjekt, das dadurch länger genutzt werden kann, ja. Das alles braucht Zeit und Handwerk. Und dann braucht es noch was Drittes, nämlich soziales Kapital. Diesen Begriff habe ich aus der Soziologie entlehnt und etwas entfremdet. Die Soziologen unter Ihnen mögen mir das vergeben. Ich verstehe als Ökonom unter sozialem Kapital abermals, Sie ahnen es, eine Ressource. Wenn ich diese 20 Stunden, die jetzt für mich verfügbar sind, wenn ich die anwende auf Reparaturleistung bei Fahrrädern, bei Notebooks und dann vielleicht noch in einem Gemeinschaftsgarten arbeite, dann war's das auch. Einer alleine kann nicht alles. Wenn ich mich aber vernetze, und das ist das soziale Kapital, mit anderen, dann kann mein Nachbar vielleicht, der im Gemeinschaftsgarten arbeitet, mir etwas abgeben, während ich für ihn Reparaturleistungen vollführen kann und wir auf dieser Grundlage entmonetarisierte Tauschvorgänge in der Selbstversorgung irgendwie mit einem Fundament versehen können. Und die drei Möglichkeiten der Selbstversorgung in einer modernen Welt sind erstens eigene Produktion, das gebackene Brot, der Gemeinschaftsgarten, das Ausschlachten von Dingen, die man für Abfall hält und das Neukonstruieren daraus. Selbst die Kunst, die bildende Kunst zählt letztlich dazu. Dann die Gemeinschaftsnutzung. Wenn ich meine Zeit hernehme, um soziales Kapital im Sinne von Gemeinschaftsnutzungsprojekten
herauszubilden. Könnte ich zum Beispiel in einem Kreis von 3, 4, 5 Leuten eine Digitalkamera, ein Auto oder einen Winkelschleifer, ja, gemeinschaftlich nutzen? Auf diese Weise würden wir die Produktion abermals zurückbauen können. Für mich ist eine entmonetarisierte, also entkommerzialisierte Form der Gemeinschaftsnutzung Selbstversorgung, ja, auf einem hohen Niveau. Und das Dritte wäre eine Reparaturrevolution. Wer die Welt retten will, muss eine Reparaturrevolution anzetteln. Die Ex- und Hop-Gesellschaft, die ja über die Einwegverpackung und Elektronik jetzt erstmal regelrecht einen neuen Zenit noch erreicht, gerade während wir hier sitzen, ja, ist nicht akzeptabel, auch nicht darstellbar ökologisch. Wenn wir zu Reparateuren werden, uns jeweils spezialisieren auf die Pflege, auf die Instandhaltung bestimmter Objekte und das dann nicht nur für uns als Leistung erschließen, sondern das auf Basis sozialen Kapitals für andere im Nahraum verfügbar machen können, ja, dann erwächst daraus abermals eine wunderschöne subversive Strategie, die uns dazu verhilft, die Industrie reinzulegen, sie unnötig zu machen, mit weniger Produktion auszukommen. Ein Mensch, der sich in ein solches System einfügt, ist kein Konsument mehr. Er ist souverän. Er hat wieder die Freiheit, der Industrie den Rücken zu kehren, indem er seinen Wohlstand aus zwei Quellen bezieht. Er oder sie ist hochgebildet, arbeitet noch 20 Stunden, aber hat zusätzlich als Ergänzung eben auch die Möglichkeiten der urbanen Subsistenz für sich erschlossen. Und das Zusammenspiel dieser beiden Systeme, immer noch eine kleine, klitzekleine, bescheidene Industrie als Ausweis von Modernität, ergänzt um eigene Produktion, Nutzungsdauerverlängerung und Gemeinschaftsnutzung, das zusammen könnte ein Wohlstandsmodell darstellen, das erstens ohne Wachstum klarkommt, zweitens solidarischer ist, weil dies dazu verhilft, Menschen zu integrieren, die durch alle Maschen fallen. Und zum Schluss glaube ich, dass dieses Modell mit viel, viel weniger Antidepressiva auskommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.